Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie meine Streamlabs OBS-Einstellungen sind. Der liebe Dominik Kerschi hat mich in meinen Kommentaren vor etwas längerer Zeit mal gefragt, wie meine Stream-Einstellungen sind. Und das möchte ich euch heute gerne mal zeigen. Keine Sorge, mein Setup, das wirst du irgendwann anders nochmal sehen, aber jetzt nicht in diesem Video, weil ich noch nicht umgezogen bin. Ich ziehe jetzt irgendwie Mitte Oktober oder so um. Oh, das wird noch stressig, das weiß ich jetzt schon. Aber danach kannst du dann mein Setup gerne mal angucken, da werde ich mir ein Video zu machen. Aber jetzt erstmal nur die Stream-Einstellungen. Und ich laber schon wieder so viel, wir fangen einfach mal an. Wir sind hier in Streamlabs drin. Ist halt so eine ähnliche Version wie OBS, so eine, ich glaube, es basiert auch so ein bisschen auf OBS, ich weiß, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wir haben hier Version 0.10.3 und hier oben findet ihr auch schon die Einstellungen, um die es ja heute gehen soll. Ja, so richtig gut kenne ich mich da auch nicht aus. Also ihr solltet das jetzt nicht als Tutorial nehmen, falls ihr irgendwie Fragen habt oder so. Wendet euch am besten an andere YouTuber, die kennen sich da besser mit aus. Ich zeige jetzt einfach, wie meine Einstellungen sind. Ich habe auch Sachen ausprobiert von anderen YouTubern und es hat bei mir einfach gar nicht funktioniert. Dann habe ich halt ein bisschen rumprobiert und habe halt so für mich so selber dann das gefunden, was halt bei mir am besten läuft. Es kommt halt auf jeden Fall drauf an, was für eine Hardware ihr habt und natürlich auch was für eine Internetleitung. Und das ist halt von jedem zu jedem unterschiedlich. Aber naja, wir fangen einfach mal an. Ja, das sind hier so allgemeine Einstellungen. Hier vor dem Live gehen, den Streamtitel und das Spiel bestätigen. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Ihr könnt auch einfach bei Twitch oder so halt reingehen und selber euren Titel da reinschreiben, dann müsst ihr es nicht hier drüber machen. Ja, Sprache ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Hier, das habe ich ausgewählt, hier während des Streamens automatisch aufzeichnen. Das mache ich einfach deswegen, weil ich dann halt gerne so Stream-Highlights hochlade und dann nimmt es halt direkt währenddessen auf und dann habe ich halt weniger Arbeit. So einfach ist es. Ja, hier, das ist, keine Ahnung, das ist einfach für, kann ich euch gleich mal zeigen, hier den Editor. Habt ihr in so eine Art Gitter und dann rastet das da so dran. Sind hierfür die Einstellungen. Aber naja, das soll uns gar nicht so doll interessieren. Hier geht es schon eher viel mehr los. Und zwar könnt ihr hier eure Plattform auswählen. Entweder YouTube oder Twitch oder sonst was, wo ihr streamen wollt. Server habe ich jetzt einfach auf automatisch gestellt, weil warum soll ich den eingeben, wenn er den automatisch auch finden kann? Und den Stream-Schlüssel, den findet ihr bei Twitch in den Optionen und bei YouTube auch. Ausgabe. So, da geht's auch schon los. Ja, ich habe es hier auf erweitert gestellt. Es gibt hier einfach und erweitert. Und ja, ich hatte zuerst bei den Encodern hier den AMD drin, weil ich habe ja eine AMD-Grafikkarte. Schande über mein Haupt, ich weiß. Aber habe jetzt doch gemerkt, dass ich mit dem Software-Encoder doch besser klarkomme, also von der Leistung her. Aber was mir halt allgemein immer gesagt wurde, ist, dass man doch lieber den Hardware-Encoder nehmen soll als den Software-Encoder, weil der Software-Encoder wohl eigentlich mehr Leistung frisst. Was er bei mir komischerweise irgendwie nicht tut, aber naja. Wie gesagt, ich zeige euch einfach nur meine Einstellungen. Ich bin da kein Profi drin, guckt euch ein richtiges Tutorial an. Das ist einfach nur jetzt hier speziell für Dominik Kerschi, hallo. Hier könnt ihr noch euren Ausgangs-Resolution, Auflösung, runterscalen zum Beispiel. Eigentlich spiele ich ja immer in 1920x1080. Ich habe es aber runtergescaled auf normales HD, weil reicht ja eigentlich. Man braucht ja jetzt nicht in 4K streamen unbedingt. Also das ist ja jetzt, braucht man nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Ja, Qualitätsregulierungsmethode habe ich CBR ausgewählt. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an drin war, aber ich weiß auch nicht, was die einzelnen Sachen bedeuten. Also wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Bitrate habe ich 6000. Ich glaube, bei Twitch ist es sowieso auf eine bestimmte Zahl begrenzt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 6000 waren oder sogar mehr.
Aber auf jeden Fall, wenn du kein Twitch Premium hast, dann ist es auf jeden Fall begrenzt nur. Genau, mein Keyframe-Intervall habe ich auf 2 gelassen. Oder gemacht. Ja, die Prozessorauslastung habe ich auf Very Fast gemacht. Je höher das Ganze ist, desto weniger wird halt die CPU ausgelastet. Meine CPU ist jetzt auch nicht die super tollste. Es ist halt ein i5 4670K. Ich glaube, der ist sogar... Ja, der ist hochgetaktet auf 4000 MHz. Ist eigentlich nur auf 3,4 oder 3,6. Eins von beiden. Habe ich halt ein bisschen hochgetaktet. Ist halt eine K-Version. Profil habe ich einfach Main ausgewählt. Weil High war es dann sozusagen zu stressig für meinen PC. Hat mein PC nicht geschafft. Bei Tune habe ich gar nichts ausgewählt. Cool. So, das sind die Recording-Einstellungen. Die sind jetzt nicht so ultra wichtig, weil es geht ja jetzt vor allem um Streaming. Deswegen würde ich sagen, war es das auch schon mit der Ausgabe. Machen wir weiter mit Audio. Das ist auch nicht so wirklich viel, weil da könnt ihr einfach eure Mikrofone auswählen und eure Ausgabegeräte. So, dann geht's weiter mit den erweiterten Einstellungen. Da habe ich auch noch ein bisschen was umgestellt. Und zwar hier unten. Bei der Streamverzögerung habe ich es auf 20 Sekunden gestellt, weil zum Beispiel jetzt bei Spielen wie PUBG oder so, wenn man das mit der Community spielt, dann ist natürlich doof, wenn die Leute halt genau sehen können, dass du das in der Sekunde machst und in der nächsten Sekunde wissen sie halt direkt, wo du bist und so ist es ein bisschen verzögert und du kannst halt ein bisschen rumlaufen, aber wissen sie nicht mehr so genau, wo du bist sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber gleichzeitig ist es auch nicht eine zu große Verzögerung und deswegen kann man halt immer noch gut mit dem Chat und mit den anderen Leuten kommunizieren, ohne dass man jetzt irgendwie als Zuschauer 3 Minuten auf eine Antwort warten muss, weil ich halt eine 3 Minuten Verzögerung habe und dann erst nach 3 Minuten überhaupt die Nachricht lese. Deswegen, 20 Sekunden finde ich eigentlich ganz gut, 30 finde ich auch noch okay, 60 Sekunden finde ich dann doch schon wieder ein bisschen lang. Jo, das war's soweit von meinen Streaming-Einstellungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allem hoffe ich, dass es dir weitergeholfen hat, Dominik. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video und bis dahin.